Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nachdem hier ein bisschen Funkstille war, was mit meinem Urlaub im September zu tun hatte, möchte ich euch jetzt aber auch unbedingt noch die Bücher vorstellen, die im letzten Monat bei mir eingezogen sind. Das waren ein paar. Leider kam ich nicht so richtig viel zum Lesen im letzten Monat, was auch mit meinem Urlaub zu tun hatte, denn irgendwie gab es so viel anderes, dass nicht so richtig viel Zeit für Bücher war. Aber das macht ja nichts, die Geschichten laufen ja zum Glück nicht weg. Wenn ihr gerne buchige Videos guckt, dann abonniert gerne meinen Kanal und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß mit den Neuzugängen. Im September ist Piper Rain bei mir eingezogen und zwar ist das jetzt mit Rules for Dating Your Ex immerhin schon der 10. Band der Baileys-Reihe. Ich weiß nicht, ob ihr die Baileys schon kennt, das ist eine sehr chaotische Großfamilie und ja, Piper Rain erzählt quasi die Geschichte jedes einzelnen Familienmitglieds. Das ist sehr turbulent, sehr chaotisch, aber auch sehr romantisch. All diese Bände könnt ihr unabhängig voneinander lesen und ja, ihr müsst eigentlich quasi nicht die Vorgängerbände kennen, um jetzt dieses Buch zu lesen. Aber natürlich ist es ganz schön, weil natürlich immer auch die anderen Mitglieder der Familie eine Rolle spielen, immer mal wieder auftauchen, ja, Einflüsse auf den Verlauf der weiteren Geschichte haben. Deswegen, ich will euch gar nicht irgendwie jetzt schon mal verraten, um wen es hier geht. Am besten, ihr fangt bei den Baileys ganz vorne an. Ich muss gestehen, ich habe auch noch nicht alle 10 Bände gelesen. Also das ist hier eh noch ungelesen, weil gerade erst eingezogen. Aber ja, ich habe da auch so gewisse Lücken in der Geschichte. Aber insgesamt bin ich ein großer Fan der Baileys, weil ja, die Familie ist einfach zauberhaft und man muss sie einfach mögen. Der nächste Neuzugang im September kommt von Emily Bear und zwar mit Counting Rainbows. Und ja, ich habe euch vor einiger Zeit schon mal Catching Stardust vorgestellt. Das ist quasi der erste Band, das ist jetzt der zweite Band und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich muss gestehen, ich habe mich noch nicht informiert, worum es hier in der Fortsetzung geht. Ich möchte mich komplett überraschen lassen, weil die Autorin mich schon im ersten Band ja sehr emotional bewegt hat, sehr überzeugt hat. Es ist ein Buch, in dem ja das Thema mentale Gesundheit sehr stark im Fokus stand. Ich weiß nicht, ob das jetzt im zweiten Band auch so sein wird, aber ich denke mal, die Autorin wird auch hier bestimmt wieder keine oberflächliche Geschichte geschrieben haben. Deswegen, ich freue mich schon sehr, sehr darauf. Denn Catching Stardust hat es im Nu geschafft, mein Herz zu erobern. Und ja, ich freue mich einfach sehr darauf, die Geschichte jetzt weiter zu erkunden, wieder in diese Welt einzutauchen und zu schauen, was die Autorin sich als nächstes ausgedacht hat. Der nächste Neuzugang im September war Überraschungspost. Und zwar geht es mit Thilo Falk in Dark Clouds, der Regen ist ein Untergang, um einen Klimathriller. Grob gesagt geht es darum, dass ja innerhalb kürzester Zeit sehr viele extreme Wetterereignisse in Europa auftreten, also Starkregen, Sturmfluten, Erdrutsche und natürlich zerstört das sehr viel Infrastruktur, es reißt viele Menschen in den Tod und hier in der Geschichte schaut die Politik nur ja einfach zu. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Naja, jedenfalls eine Wolkenkundlerin und ein IT-Spezialist und ein Schadensgutachter forschen an diesen Naturgewalten. Ja, und stellen sich einem Wettlauf gegen die Zeit. Und natürlich steht irgendwie wahrscheinlich auch noch eine größere Sache dahinter. Wer weiß, werden wir herausfinden. Ich fand, das klang sehr spannend. Also ich habe ja von Uwe Laub auch einen Klima-Thriller Dürre, habe ich ja gelesen. Das mochte ich sehr gerne. Also diese ganze Thematik fasziniert mich schon. Ich hatte auch CO2 gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Jedenfalls das Thema Klima und Wetter und überhaupt funktioniert für mich in Büchern sehr gut. Deswegen bin ich schon sehr hier drauf gespannt. Es ist auch extrem schön gemacht. Also ich weiß nicht, hier, man kann das so ausklappen. Das ist auf jeden Fall schön hergestellt, schön gestaltet. Und ja, Überraschungspost, aber ich bin sehr gespannt drauf. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Buch schon kennt, ob ihr es mir ans Herz legen würdet. Der nächste Neuzugang im September war, glaube ich, das erste Buch, was bei mir eingetroffen ist, und zwar Nick und Charlie von Alice Oseman. Ihr kennt ja die Heartstopper-Reihe sicherlich. Sie läuft auf Netflix, es gibt sie in Buchform und ja, es gibt jetzt hier eine weitere kurze Buchgeschichte quasi, die ist wirklich auch nur extrem dünn. Also es geht weiter für alle Fans von Heartstopper. Es geht wieder um Nick und Charlie. Und ja, ich muss sagen, ich habe mich gar nicht weiter mit dem Buch beschäftigt, weil ich möchte nicht gespoilert werden. Ich möchte die Kurzbeschreibung gar nicht kennen, weil dazu ist es zu wenig Geschichte. Dafür möchte ich mich einfach überraschen lassen, wie es weitergeht. Denn ich habe die Heartstopper-Charaktere sehr ins Herz geschlossen. Ich freue mich definitiv auf die Fortsetzung bei Netflix. Ja, und Alice Oseman ist ja mittlerweile auch ein bisschen bekannt in meinem Bücherregal. Ich lese diese Person sehr gerne, deswegen passt das gut und ich freue mich sehr über dieses Buch.
Und dann gab es noch einige gesammelte Neuzugänge im September, und zwar diesen kleinen Bücherstapel. Moment, da hat sich jetzt tatsächlich doch noch ein Buch zwischengeschummelt, was da gar nicht reingehört. So. Nein, es ist eigentlich dieser Stapel. Das sind diese 6 Bücher. Und zwar war im September die finale Verkündung vom Gewinner oder der Gewinnerin des Tolino Newcomer Preises 2022. Da ging es grob gesagt darum, dass Autorinnen und Autoren ihre Bücher und Geschichten eingereicht haben, die halt relativ frisch sind und sich quasi dem Newcomer-Preis gestellt haben. Da gab es eine Jury, die unter anderem auch aus mir und einigen anderen BloggerInnen und ja natürlich einigen Mitarbeitenden des der Firma Tolino bestand. Und ja, wir haben sehr, sehr viele Bücher gelesen, uns angeschaut und analysiert, diskutiert. Das war eine sehr spannende Runde. Und im September hat es sich quasi dann dem Ende zugeneigt. Es gab erst eine Longlist, eine Shortlist und daraus haben wir dann quasi 3 gewinnende Titel rausgesucht. Und zum Schluss haben wir von allen Büchern, die auch als Print verfügbar sind, ein Exemplar zugeschickt bekommen. Also das war dann quasi die extrem verknappte Liste schon. Und wir haben uns dann halt die Printversion der Bücher nochmal angeschaut, uns das Cover genau angeschaut, uns die Gestaltung im Innenteil auch angeschaut. Wie ist der Satz? Ist das alles so, dass es irgendwie sich harmonisch ineinander fügt, dass es zueinander passt? Dass es vielleicht auch ja eine Verbindung zur Geschichte hat? Und genau, daher kommen diese Bücher. Die wollte ich euch einmal auch kurz in die Kamera halten. Und zwar ging das um einen Tropfenmord auf Seide von Dina Beck. Hat mich persönlich nicht ganz überzeugt. Es hat doch einige Schwächen und ist doch ein bisschen zu banal für meinen Geschmack. Dann Tabula Rasa, alles auf Null von Greg Irol oder Irol. Dieses Buch, da sollte man sich tatsächlich wirklich nicht vom Cover abschrecken lassen. Also das Cover war für mich eigentlich ein Grund, dass ich gesagt hätte, nee, will ich nicht lesen. Aber ja, für den Preis habe ich es gelesen und ich bin wirklich sehr überrascht gewesen. Ein toll recherchiertes und auch ausgedachtes Buch. Es ist ein Thriller und es geht darum, dass von heute auf morgen keine Kartenzahlung mehr funktioniert. Also alles wird nur noch über Bargeld geregelt. Und da ist ja auch mal die Frage an euch, wie viel Bargeld hättet ihr zu Hause? Wie lange würdet ihr überstehen, überleben? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, hier wird ein sehr spannendes Szenario quasi gestrickt und das hat der Autor echt gut gemacht. Also ich habe es sehr gespannt verfolgt, bin hier durchgeflogen, war total cool gedacht. Und ja, was natürlich an diesem Banken-Crash noch hängt, ist auch die Tatsache, dass es einfach keine Schulden mehr gibt und es gibt auch kein Geldguthaben mehr. Genau, das gehört noch dazu. Und ja, das war dieses Buch. Dann Solange du nicht stehen bleibst von Monika Lüthi. Hier geht es um eine Frau, die leidenschaftlich gerne läuft, also auch so Langstreckendinge. Aber ja, sie hat einen Stalker, ihr passiert ein Unfall, sie kann nicht mehr dem Sport nachgehen, den sie zeitlang mit ihrer ganzen Leidenschaft gemacht hat. Sie kann nicht mehr trainieren und ihr Leben ändert sich daraufhin natürlich einfach komplett. Hat mich auch sehr gefesselt, auch wenn ich so ein paar Kritikpunkte habe, aber naja, das könnt ihr im Zweifel dann mal selber lesen. Dann dieses Buch ist auch tatsächlich noch geliefert worden, auch wenn Minuata es nicht auf die Shortlist geschafft hat, wenn ich mich jetzt irre. Egal, jedenfalls, das hatten wir auch noch zugeschickt gekriegt, um es nochmal anzuschauen. War ich leider überhaupt nicht überzeugt von der Protagonist, ist ein Jugendlicher, der mich extrem auf die Palme gebracht hat, weil er doch sehr frauenfeindlich unterwegs ist und auf jeder Seite gefühlt sich darüber auslässt, was Frauen für unwissende und ungebildete und überhaupt unwürdige Geschöpfe sind, überhaupt auf dieser quasi Erde wandeln zu dürfen. Also mit einer Art von Frauenfeindlichkeit fand ich einfach nur absolut unterste Schublade, ging gar nicht, zumal auch nie aufgelöst wird von wegen, hey, das ist echt scheiße, dieses Verhalten so mit seinen Mitmenschen umzugehen. Zumal ich finde es auch einfach nicht korrekt, wenn man quasi einen jugendlichen Protagonisten hat, der sich selbst für den Nabel der Welt hält, für den schlauesten Menschen, der je auf der Erde gewandelt ist und das dann noch so darstellt, als wäre das super sympathisch und als wäre das voll der geile Typ. War leider gar nicht mein Ding. Das dazu. Dann ist Fuchswege Christian Hein auch da eingezogen. Das ist auch nur so ein ganz dünnes Büchlein. Das ist eine Sammlung von kurzen Geschichten, die alle
ja, einen Fuchs im Mittelpunkt haben. Also die Geschichte wird auch aus der Perspektive von einem Fuchs erzählt, was erstmal ziemlich irritierend ist, aber ja, auch eine gewisse Faszination hat, mal Dinge anders zu machen. Sagen wir so. Genau. Ist auf jeden Fall was, was man mögen muss. Ja. Und dann zu guter Letzt noch das Lied der zwei Völker von Saskia Diepold. Hier finde ich die Covergestaltung einfach unglaublich, aber das ist natürlich auch ein Riesenschinken. Und genau, fand ich ganz gut, hatte auch einige kleine Schwächen, aber insgesamt eine spannende Geschichte dafür, dass ich ja eigentlich gar nicht so viel Fantasy lese und vor allem halt auch nicht in dem Ausmaß. Genau, aber echt eine mega coole Covergestaltung. Das war hier echt so auch mein Highlight bei diesem Buch, dass das so professionell gestaltet ist. Genau, und dann waren das tatsächlich auch schon wieder die Bücher, die ich rund um den Tolino Newcomer Preis zugeschickt bekommen habe. Und dann habe ich noch ein allerletztes Buch, was ich im September auch noch überraschungsmäßig bekommen habe, und zwar von Talia Hibbert, Falling for Eve Brown. Ich habe schon von der Autorin den ersten Band, Kissing Chloe Brown, gelesen und ja, ich schätze mal, deshalb habe ich auch Band 2 zugeschickt bekommen. Es geht da um drei Schwestern, wenn ich mich recht entsinne, und in jedem Band steht halt eine Schwester im Vordergrund. Ich war von Kissing Chloe Brown damals nicht vollständig überzeugt, es gab für mich doch einige Kritikpunkte, deshalb bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich Band 2 jetzt lese. Wenn, dann werde ich es auf jeden Fall noch so ein bisschen auf die lange Bank schieben, aber ja, schauen wir mal, wie wir das regeln. Aber genau, das war auch noch ein Neuzugang im September. Damit sind wir mit den September-Neuzugängen dann auch schon wieder durch. Das sah mehr aus, als es am Ende war. Ja, es war ja irgendwie auch alles so ein bisschen Jury-Tätigkeit, so ein bisschen Lektüre. Die Jurybücher habe ich ja tatsächlich alle schon gelesen, aber eben halt meistens auch auf die Vormonate verteilt und dann eben halt als E-Book. Deswegen sind das eigentlich gar keine so richtigen Neuzugänge, weil ich die Bücher einfach ja schon kenne. Aber ich wollte sie euch nochmal vorstellen, weil das mit den Jurybüchern habe ich auch in den vergangenen Neuzugangsvideos immer so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil ich halt auch nicht spoilern wollte oder durfte, welche Bücher jetzt ich aktuell zum Lesen habe, einfach auch um nicht zu verraten, wer eventuell sich beworben hat oder wer am Ende dann auf der Longlist oder auf der Shortlist jetzt stand. Genau, deshalb habe ich das mal so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber wenn ihr in die Lesemonate oder Lesemonatsübersichten auf meinem Blog klickt, dann seht ihr auch die genauen Titel, die ich quasi gelesen habe für diesen Preis. Und da könnt ihr euch nochmal ein bisschen schlau machen, was alles so meine Lektüreliste in den vergangenen Wochen bestimmt hat. Genau, aber damit war es dann auch schon wieder, ja, mein Neuzugangsvideo. Das ist an dieser Stelle schon wieder zu Ende. Wenn wir uns noch nicht kennen, kann ich mich euch noch mal ganz kurz vorstellen. Ich bin Ramona von Kielfeder und ihr findet mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Ich freue mich immer, wenn wir uns auch abseits von YouTube wiedersehen. Ich bin übrigens seit neuestem auch auf TikTok unterwegs. Das habe ich lange Zeit nur so ein bisschen sporadisch befüllt und kam nicht so richtig mit der Plattform klar. So langsam werde ich warm damit, muss ich sagen. Es macht mir Spaß, mich dort auszuprobieren. Also wenn ihr TikTok habt, einfach mal nach Kielfeder suchen. Da bin ich jetzt auch. Genau, und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis bald.